Eingeladen haben wir sie mit einer recht provokativen Fragestellung. PMO. Projekt Polizei oder Seelsorge für gescheiterte Projektleiter? Natürlich weder noch. Wir wollen aber damit deutlich machen, dass es doch eine sehr große Diskrepanz gibt zwischen was eine PMO ist oder sein soll bzw. leisten soll und wie die gesehen wird oder welche Erwartungshaltung eine PMO. Kein Thema wie zurzeit in Projektmanagementkreisen so intensiv diskutiert wie dem Thema Projektmanagement Office. Bekommt also das Thema PMO eine steigende Bedeutung als Organisationsform der Zukunft? Das war eigentlich mal keine Frage, die uns dazu gebracht haben, hier wirklich mal eine Fachliteratur über ein Thema zu widmen. Eine Beweggrund genug für die 35 Autoren, die das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet haben und somit verschiedene Einblicke in die Materie darbieten. Das heißt, wir sind der Meinung, dass PMO dient eigentlich die dauerhafte Institutionalisierung von Projektmanagement in Unternehmen, indem er strategische, operativ, aber auch organisatorische Elemente miteinander verbindet. Aber vielleicht darüber hinaus eine der weiteren zentralen Fragestellungen, mit denen sich die Autoren beschäftigt haben, war, inwieweit Unternehmen mehr Geld verdienen würden, wenn sie ihr Projekt erfolgreich bewältigen und strategisch besser anbieten. Aber dazu muss ich auch ehrlich sagen, wer jetzt nun eine wissenschaftliche von hier und strikten Konzept bzw. Antwort auf diese Fragestellung erwartet, wird beim Lesen der Handbuch vermutlich ein bisschen enttäuscht. Denn die Ausgangssituation und die Ausgangsbedingungen, die Gestaltungsoptionen aus der Praxis her sind sehr unterschiedlich. Vielmehr haben die Autoren die Fortentwicklung in der Wirtschaft und der Gesellschaft aus ihrer Praxiserfahrung her dargestellt. Wenn wir mit dem PMO-Handbuch vielleicht mal keine allgemeine gültige Antwort auf diese Frage geben können, was wir definitiv sagen können und wo wir uns vielleicht mal auch die Herausgeber und die Autoren einig sind, es ist eigentlich gerade, was eine PMO nicht ist. Man spricht sehr oft im deutschsprachigen Raum vom Begriff Projektbüro. Dennoch sollte man das definitiv nicht mit Bürokratie verwechseln. Institutionalisierung des Projektmanagements ist alles andere als eine Bürokratisierung, noch eine polizeiliche Kontrollinstanz. Vielmehr verstehen die Autoren als eine Art organisatorische Befähigungsinstanz, dass die Organisation die Mitarbeiter in der Lage versetzen sollte, Neuhandlungsalternative zu erkennen und diese sinnvoll in der Organisation sozusagen eintragen. Es geht eigentlich im Prinzip darum, Informationen zu bündeln, sie sozusagen vermittelbar zu machen, um Hilfestellung zu leisten und nicht in der ersten Linie zu kontrollieren. Unsere Autoren beschreiben eine PMO als eine Befähiger auf dem Weg zum eine vollständige, projektorientierte Organisation.
Ja, vielleicht mal genug jetzt mal zur Theorie. Sie würden wahrscheinlich auch als Fachmann sagen, ja, das ist gerade nicht neu. Das weiß ich auch. Aber wir haben gerade diese Handbuch geschrieben, nicht etwas mal gerade neu zu erfinden. Es ging auch grundsätzlich um N+ zu schaffen. Und da komme ich vielleicht mal auf die provokative Frage von Professor Lusbecker in unserem Herausgeber-Disput. Ob wir gerade mit dem Thema PMO nicht wieder eine neue Sau durch den Dorf treiben. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, dass wir gerade mit dem Thema PMO in Unternehmen, was wir gerade da beobachten, ist nichts anderes als eine Reaktion auf die nachhaltige und substanzielle Veränderung in der Art, wie wir zukünftig uns organisieren werden, wie wir zukünftig leben werden. Es ist gerade nicht eine Revolution, aber doch eine stetige Evolution in der Art der Interaktion zwischen Wirtschaft und Gesellschaft. Eine Art der Interaktion, die alle Beteiligten zu mehr Kooperation und informelle bzw. kreative Austausch untereinander zwingen und das über sowohl geografische als auch kulturelle Grenzen hinaus. In seinem Geleitwort sieht Professor Norbert Walter hier eine neue Form der Wirtschaft voraus. Die Projektwirtschaft. Eine Wirtschaft, die Wertschöpfung völlig neu definiert. Und darüber hinaus neue Maßstäbe setzt. Die neue Ausrichtung hin zu Projektwirtschaft kann ein Wettbewerbsvorteil sein und somit ein entscheidender Faktor zur Stärkung der Position der Exportweltmeister Deutschland. Aber hat die deutsche Wirtschaft, die mehrheitlich traditionell organisiert ist, diese Trend bereits hinreichend erkannt? Und ist sie überhaupt in der Lage, sich die notwendigen strukturellen Veränderungen zu unterziehen? Die Beantwortung dieser essentiellen Frage hängt davon ab, wie reformwillig, aber auch reformfähig unsere Gesellschaft ist. Unter kultureller Herausforderung verstehe ich unsere Neigung, strukturelle Veränderung generell eher skeptisch oder gar ängstlich gegenüberzustehen. Denn es stellt sich die Frage, ob die Projektwirtschaft nachhaltig eine Strukturwende beeinflusst oder wir umgekehrt zunächst strukturelle Veränderungen innerhalb der Gesellschaft brauchen, um die Projektwirtschaft aktiv zu fördern. In jedem Fall halten wir als Herausgeber für wichtig, diese Themen der Organisationsentwicklung anzustoßen und uns damit als Impulsgeber zu verstehen. Organisationen verändern sich zwanglosig. Die Menschen müssen sich immer wieder entscheiden, ob sie demgegenüber offen oder konservativ verhalten.
Wichtig erscheint uns aber, Veränderung zunächst einmal wahrzunehmen und seine eigene Position daraufhin zu hinterfragen. Und in Bezug auf unser Thema zum strategischen Management der Projektlandschaft wird schnell klar, das geht in einer Organisation selbstverständlich nur, wenn es Menschen respektive eine Instanz gibt, die dafür zuständig ist bzw. verantwortlich ist. In diesem Fall beispielsweise eine PMO. Meine Damen und Herren, um nicht zunehmend Parallelwelten entstehen zu lassen, die die deutsche Wirtschaft in eine projektgetriebene versus eine projektinaktive Unternehmen spalten, brauchen wir vermehrt eine breitere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Projektwirtschaft. Das PMO-Handbuch, das wir heute vorstellen, nimmt diese Herausforderung an, indem sie eine Reihe von Querdenkern mit Pioniergeist im Konzept sich veränderte Organisation zusammenbringt. Nun, auf die Frage, ob PMO die Organisationsform der Zukunft darstellt, gibt es leider in unserem Handbuch keine genaue Antwort. Aber eine viel entscheidende Frage aus Sicht der Herausgeber ist, ob wir in 10 Jahren eventuell Organisationsformen existieren, die wir heute nicht kennen, die sich aber auch noch flexibler als die heutige Projektorganisation herausstellen.